recht herzlich begrüßen hier auf der Pharma World. Ein ganz tolles Ereignis. Ich freue mich, dass ich referieren darf. Ich möchte Ihnen was über Arzneimitteltherapiesicherheit heute erzählen, ein halbes Stündchen lang. Das ist also ein Forschungsschwerpunkt, den ich betreibe, sozusagen ein Steckenpferd von mir, weil wir das in der Apotheke super umsetzen können und weil das ein großer erster Schritt Richtung Medikationsanalyse ist, wenn wir denn Arzneimitteltherapiesicherheit in der Apotheke richtig umsetzen können. Ich bin Ina Richling, ich darf in vielen Projekten mitmachen. Ich bin Apothekerin und PharmD. Es gibt einige Projekte mittlerweile in ganz Deutschland, die Arzneimitteltherapiesicherheit und Medikationsanalyse machen. Ich kann Sie nur ermuntern, schreiben Sie sich bei den Kammern ein in so ein Projekt. Es ist sehr interessant, es macht wieder Spaß, Pharmazie zu machen. Sie müssen sich nicht mit Rabattverträgen ärgern oder mit Lieferengpässen, sondern Sie dürfen wieder das machen, was der Heilberufler machen möchte, nämlich pharmazeutisch arbeiten. Und das ist ja das, was wir alle mal, weswegen wir alle mal Pharmazie studiert haben. Und das sollte doch auch tatsächlich sein. Arzneimittelsicherheit, damit arbeiten wir tagtäglich, dass das Arzneimittel, was wir herstellen, was wir abgeben, sicher ist. Aber jetzt möchten wir auch sicher gehen, dass die Therapie sicher ist. Und das ist ein großer Unterschied. Das Ganze ist nämlich ein Hochrisikoprozess, mit dem wir es tagtäglich zu tun haben. Der Patient muss sein Arzneimittel einnehmen, er bekommt es vom Arzt verschrieben. Es sind viele daran beteiligt an diesem Prozess, von dem Ärzten über die Pflege, der Apotheker und der Patient. Sie kennen das Swiss-Cheese-Modell, wo es tatsächlich, wenn alle Käsescheiben versagen, dann tatsächlich zu einem unerwünschten Ereignis kommt. Und genau da müssen wir mit ansetzen. Die Apotheke ist also einmal eine große, dicke Käsescheibe, aber der Patient selber auch. Der kann nämlich auch so wenig Löcher wie möglich in seiner Käsescheibe haben, indem er sehr gut geschult ist, indem er über seine Therapie Bescheid weiß. Und das schaffen wir, indem wir die Arzneimitteltherapiesicherheit umsetzen. Das Ganze wurde vom Bundesministerium für Gesundheit in einem Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit definiert. Und das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Im Prinzip geht es vor allem darum, dass die Information besser fließt und vor allem auch interdisziplinär besser fließt. Bedeutet, wie kommuniziere ich mit dem Arzt, wie kommuniziere ich mit dem Patienten, wie mit der Pflege? Und dann müssen wir einen guten Informationsfluss haben. Nur dann können Sie auch eine sehr gute Therapie bieten und der Patient ist dann wirklich gut versorgt. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir natürlich viele geriatrische Patienten haben, die nicht nur 4, 5 Arzneimittel nehmen, sondern 18% nehmen sogar 10 und mehr Arzneimittel. Und das sollte natürlich ganz klar sein, dass diese Polypharmazie schon allein ein Risikofaktor an sich auch ist. Und bis zu 6,5% der Krankenhauseinweisungen sind aufgrund von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, aber auch aufgrund von Stürzen in Deutschland der Fall. Polypharmazie ist schon per Definition ein Patient, der mehr als 5 systemische Arzneimittel einnimmt, ein Risikofall an sich. Nur der Schritt zur Polypragmasie ist nicht mehr weit. Das heißt, das ist eine Sinn- und Konzept funktionslose Diagnostik, die beim Arzt stattfindet, durch verschiedene Fachärzte, durch den Hausarzt. Konzeptionslose Behandlungen, Verschreibungskaskaden, die auftreten und dieser Schritt ist einfach nicht mehr weit und dann steigen natürlich die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen exponentiell nach oben. Die Ursache, wie gesagt, sind zum einen die Verschreibung von mehreren Ärzten, ganz klar, der Patient hat viel in der Selbstmedikation, vielleicht auch einfach nur empfohlen von der Ehefrau, nimm das mal, das tut dir gut oder von einem Bekannten, was er in verschiedenen Apotheken kauft und die Anzahl der unerwünschten Wirkungen ist einmal korreliert mit der Anzahl der Ärzte, aber sogar auch mit der Anzahl der Apotheken, die der Patient besucht. Eine Leitlinienmedizin ist auch nicht immer einfach. Natürlich müssen wir nach Leitlinie therapieren oder der Arzt muss das tun. Wir setzen das auch um. Nur wenn Sie die Leitlinienmedizin angucken, sind das Patienten, an denen das entwickelt wurde, die zwischen 60 und 70 sind. Es sind Patienten, die nur eine Erkrankung haben. Es geht
nicht um das Gesamtkonzept, um Vielzahl der Erkrankungen, und deswegen ist das immer schwierig mit der Leitlinienmedizin. Da muss man sich also Therapieziele setzen. Man muss sich den ganzen Patienten angucken und sagen, was ist das Therapieziel, was ich bei diesem Patienten umsetzen will, und dann gucke ich in die Leitlinien und dann muss ich das Ganze zusammenfügen. Sie sehen also, der Apotheker hat eigentlich eine Schlüsselstellung. Er hält alle roten Fäden in die Hand und kann wirklich viel tun, wenn es um Arzneimitteltherapiesicherheit geht, weil er den ganzen Patienten sieht, weil die Schwelle, in die Apotheke zu gehen, sehr gering ist, ganz anders als zum Arzt zu gehen. Und sie haben eben alle Daten vorliegen, vor allem den Patienten, den sie befragen können. Das heißt, sie können in der Apotheke Doppelmedikationen detektieren. Einfachstes Beispiel, Sie haben die Rabattverträge umgesetzt, der Patient hat noch einen alten Rabattvertrag zu Hause rumliegen. Was Neues kriegt er, das bedeutet, er hat vielleicht zwei Beta-Blocker, die einen unterschiedlichen Namen haben, und weil er nicht weiß, dass es das Gleiche ist, nimmt er beides. Das würde also in einer Medikationsanalyse direkt auffallen, wenn Sie das in der Apotheke umsetzen. Es geht um potenzielle inadäquate Arzneimittel, die berühmte Priskusliste. Auch hier müssen wir verschärft ein Auge drauf werfen, ob es denn für den Patienten das richtige Arzneimittel ist oder gerade bei geriatrischen Patienten vielleicht das ein oder andere mit anticholinergen Nebenwirkungen lieber nicht besser absetzt und was anderes aufschreibt. Es geht um arzneimittelbezogene Probleme, die häufig vorkommen, da kann es um die Dosierung gehen, um Nebenwirkungen gehen, um Interaktion gehen, aber auch um Handhabungsprobleme. Kriegt der Patient überhaupt die Tabletten aus dem Blister? Kriegt der Patient die Tabletten geteilt, die er da bekommt? Sind das vielleicht ummantelte Tabletten, die man gar nicht gut teilen kann? Wie sieht es damit aus? Und natürlich ein großes, dickes Problem ist die Adhärenz, die wir auch unbedingt bearbeiten wollen. Nur ein Patient, der gut geschult ist, der weiß, warum er welches Medikament wie einnehmen muss. Genau so einen Patient brauchen wir. Und machen Sie bitte keine Beipackzettelmedizin oder Pharmazie, indem Sie nur die schlechten Sachen aufzählen, sondern erklären Sie auch den Nutzen des Arzneimittels. Sie haben eben die Statine gesehen, die können Myopathien machen. Das spürt man, und zwar sehr genau. Aber man spürt nicht den Nutzen, den man dadurch hat. Wenn Sie das Statin nehmen, merken Sie gar nicht, dass das tatsächlich hilft. Aber Patienten mit koronarer Herzerkrankung, da sollte unbedingt ein Statin laut Leitlinie auch mit an Bord sein. Das heißt also, wir in der Apotheke können ganz klar dem Patienten den Nutzen klar machen. Wir müssen die Plausibilität prüfen, ob das nicht nur bei Rezepturarzneimitteln, sondern ist das auch plausibel, was der Patient da so nimmt? Stimmt das von der Dosierung? Wir geben Einnahmehinweise und können dadurch vielleicht Verschreibungskaskaden verhindern. Ganz wichtig auch der einheitliche Medikationsplan und die Kommunikation. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also ich gehe nochmal auf jedes Einzelne ein. Die Doppelverordnung macht natürlich viel Sinn, dass wir die rausnehmen. Die Patienten wissen nicht, dass Dolomin und Ibuflam das Gleiche ist, haben das Dolomin vielleicht von der Frau empfohlen bekommen und das Ibuflam vom Arzt verschrieben und nehmen beides ein. Das kardiovaskuläre Risiko steigt bei den älteren Patienten, aber auch das gastrointestinale Risiko steigt, ganz klar. Wie sieht es aus mit der Kundenkarte? Sie haben ja alle Kundenkarten bei sich in der Apotheke. Wie häufig ist es, dass der Mann was holt, was für die Frau ist, und es kommt auf eine Kundenkarte? Und dann sieht man vielleicht eine Interaktion, die gar keine ist, weil das eine nimmt die Frau, das andere der Mann. Hier nochmal die potenziell inadäquaten Arzneimittel, die sehr häufig vorkommen, wie Amitriptylin, Digoxin, Diazepam und so weiter. Bei den nichtsteroidalen Antirheumatika bin ich darauf eingegangen, gerade bei den älteren Patienten haben sie ein erhöhtes Blutungsrisiko, aber auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und zum Schluss kann das Ganze auch ganz schön auf die Niere gehen, gerade für die Patienten, die viele Medikamente einnehmen, die haben vielleicht auch schon, weil sie älter sind, eine eingeschränkte Nierenfunktion. Und wenn sie dann ein nichtsteroidales Antirheumatika nehmen, ACE-Hämmer, dann kann das ganz schön auf die Niere gehen. Hier nochmal die Definition der arzneimittelbezogenen Probleme. Hier geht es wirklich darum, die Medikationsfehler aufzudecken. Es gibt vielerlei Fehler, die in einem Medikationsprozess auftauchen, und suchen Sie nicht die Schuld bei sich, sondern es geht einfach nur darum, dass Sie das Ganze einordnen können und beim nächsten Mal anders einsetzen können.
Als Einnahmezeitpunkt habe ich Ihnen gleich auch in einem Beispiel mitgebracht, eine Patientin, die Ramipril Comp bekommt und die das dann auch abends einnehmen sollte oder getan hat. Ich weiß nicht, ob es bei ihr auf dem Medikationsplan so war. Letztendlich geht es darum, dass sie vielleicht Schlafprobleme bekommt, weil sie nachts aufwachen muss. Durch das Hydrochlorothiazid muss sie nachts aufstehen und zur Toilette gehen. Das ist natürlich ganz klar, dass Ramipril Comp nur in den Morgen gegeben werden sollte. Ein anderes Beispiel von einem Kollegen habe ich das übernommen. Wenn es um die Dosissteigerung bei Memantin geht, da gibt es einen Starterpack und der Patient wird aufdosiert mit Memantin, mit dem Antidementivum. Und dann ist es so gekommen, dass die Frau dieses Medikament zweimal in der Apotheke geholt hat und zweimal hat er das Starterpack verschrieben bekommen. Ist natürlich Nonsens, weil zweimal aufzudosieren braucht man nicht. Wenn der einmal aufdosiert ist, dann ist das richtig und gut so. Und dann ist das Ganze aber bei den Käsescheiben wieder komplett durchgegangen. In der Arztpraxis wurde zweimal aus dem Computer wieder was rausgeholt und aufgeschrieben, in der Apotheke einfach abgegeben und der Patient war auch nicht mehr in der Lage, beziehungsweise seine Frau auch nicht gut geschult, um zu sehen, dass man nicht zweimal aufdosieren muss. Das heißt also, wir müssen genau gucken, dass wir hier die Arzneimitteltherapiesicherheit vorweg haben, dass der Patient nicht zweimal mit einem Arzneimittel aufdosiert wird. Die Angst vor Nebenwirkungen, habe ich eben schon angesprochen, ist natürlich wichtig und groß. Gerade die Patienten, die den Beipackzettel lesen, wollen am liebsten gar nichts mehr nehmen. Klären Sie über Nebenwirkungen auf, aber wirklich nur die, die häufig und sehr arzneimittelspezifisch vorkommen. Nicht die, die vielleicht bei vielen Arzneimitteln auch tatsächlich der Fall sind, aber die sehr unspezifisch sind. Und erklären Sie vor allen Dingen den Nutzen, damit der Patient abwägen kann zwischen Nutzen und Risiken, die auf ihn zukommen. Meine Kollegin Frau von der Garten sagt immer, machen Sie klar, wie viele Patienten keine Nebenwirkungen haben. 99 von 100 haben keine Nebenwirkungen, nur einer hat sie. Also sprechen Sie lieber über die 99 als über den einen, weil sonst haben Sie hinterher vielleicht die self-fulfilling prophecy. Wie sieht es aus mit Interaktion? Da müssen Sie sich ganz klar vor Augen machen, dass Sie eine super Datenbank haben in der Apotheke, die alle 14 Tage geupdatet wird. Das haben die Ärzte nicht. Und das ist wunderbar. Damit können wir zu unseren Ärzten gehen und sagen, ich habe hier wirklich up-to-date Medizin. Ich kann genau gucken, welche Arzneimittel interagieren und ich kann vielleicht auch die klinische Relevanz sehr gut einschätzen. Und das sollten Sie nämlich können. Sie müssen sich den Patienten als Ganzes angucken. Wenn es um QT-Zeitverlängerung geht, müssen Sie gucken, welche Risiken hat der Patient überhaupt für eine QT-Zeitverlängerung. Ist er vielleicht weiblich und älter und hat mehrere Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können? Dann müssen wir irgendwann eingreifen, dann müssen wir tatsächlich dem Arzt Bescheid sagen, als im Gegensatz ein 30-jähriger Patient, der ein Arzneimittel bekommt, was vielleicht eventuell QT-Zeit verlängernd ist. Also hier den Patienten auch als Ganzes betrachten. Geriatrische Frauen haben per se schon ein viel höheres Risiko als junge männliche Patienten. Es gibt diese Arzneimittelseite credibleMeds.org, das ist eine amerikanische Seite, da können Sie genau das Risiko für eine QT-Zeitverlängerung der einzelnen Arzneimittel, auch internationalen Arzneimittel, einschätzen. Da lege ich Ihnen also gerne ans Herz. Handhabungsprobleme sind gerade bei den älteren Patienten auch ein großes Thema. Ich hatte jetzt neulich in der Apotheke eine Patientin mit einem Spiriva Respimat, die kam damit aus dem Krankenhaus. Dann ist sie aber zu ihrem Hausarzt gegangen und hat gesagt, das Ding funktioniert nicht, schreib mir mal was anderes auf. Da hat der Hausarzt Spiriva Kapseln aufgeschrieben, aber im Nachfüllpack. Das funktioniert natürlich nicht, das ist ganz klar. Was war der Grund? Spiriva Respimat ist ein extrem erklärungsbedürftiges Device. Wenn die Patienten nicht damit umgehen können, dann brauchen sie auch keine so eine teure Therapie. Bei diesem Device ist es ganz wichtig, dass man den Deckel erst drauf lässt und dann spannt. Bei allen anderen Devices macht man immer erst den Deckel ab und dann muss man das irgendwie auslösen. Aber beim Respimat ist es genau andersrum und damit kam die Patientin nicht zurecht. Das musste man ihr erklären. Die Kapseln habe ich natürlich nicht abgegeben, weil sie gar keinen Handyhaler dazu hatte. Ohne Handyhaler schluckt sie vielleicht die Kapseln. Das macht keine starken Nebenwirkungen, aber sie haben natürlich auch nicht die Wirkung, die sie bei COPD haben wollen. Es geht um Teilbarkeit, um Sachen aus dem Blister zu bekommen bei der Handhabung. Es geht um Applikationen von Augentropfen. Bei älteren Patienten denken Sie an das Komoot-System. Wie soll der Patient das tatsächlich, wenn er eine Arthrose in der Hand hat, auch noch hinbekommen, ein Komoot-System anzuwenden? Das allein ist schon Arzneimitteltherapiesicherheit und ich weiß, das machen Sie tagtäglich am HV.
Über die Adhärenz haben wir gesprochen. Das ist ganz wichtig, dass wir über die Adhärenz sprechen. Stellen Sie die Fragen zur Adhärenz. Das ist aber ein bisschen tricky, wenn Sie den Patienten vor sich haben. Sie wollen ja nicht sagen, nimmst du auch die Arzneimittel, so wie ich es dir sage, sondern beziehen Sie das eher auf sich. Sagen Sie, wissen Sie, Sie müssen so viele Arzneimittel einnehmen. Wenn ich so viel nehmen müsste, dann würde ich sicherlich das ein oder andere Arzneimittel vergessen. Wie sieht es mit Ihnen aus? Und dann sagt der Mensch, ja, da haben Sie recht, ab und zu vergesse ich das auch mal. Und somit haben Sie da den Patienten aus der Reserve gelockt, dass er auch was erzählt. Wenn Sie eine Medikationsanalyse mit dem Patienten machen wollen, dann lassen Sie ihn erst mal erzählen. Schätzen Sie den Patienten ein, nicht, dass er zu viel erzählt, aber letztendlich ist es ganz wichtig, dass er auch mal von sich erzählt und Sie nicht nur Fragen stellen. Das nennt man narratives Interview und das macht ganz viel Sinn, weil der Patient dann damit klar macht, was für ein Augenmerk er auf seine Medikation legt. Diesen schönen Medikationsplan habe ich von meiner lieben Kollegin Isabel Waltering aus dem APO-AMTS-Projekt. Also das ist natürlich nicht so zielführend, aber er hatte wenigstens einen, das ist ja schon mal was. Wichtiger wäre mir, wir haben einen genormten Medikationsplan. Von dem Aktionsbündnis Patientensicherheit ist dieser Medikationsplan. Ich hoffe, der wird bei dem einen oder anderen Patienten, den Sie haben, schon umgesetzt, aber meines Erachtens noch viel zu wenig. Hier ist das Schöne, dass Sie nicht nur die Arzneimittel haben, sondern Sie haben Einnahmehinweise und Sie haben den Grund der Einnahme. Und wenn der Patient da schon den Grund stehen hat und auch Einnahmehinweise da bekommt, eine halbe Stunde vor dem Frühstück einzunehmen oder so, dann ist das für ihn auch viel einfacher und er wird adhärenter. Ein weiterer Punkt, den ich unbedingt mit Ihnen ansprechen will, ist die Kooperation, die Sie mit Ihren Ärzten pflegen sollen. Aus meinen klinischen Studien und auch aus meiner Apotheke habe ich die Erfahrung gemacht, wenn das von oben aufoktroyiert wird, wenn die Kassenärztliche Vereinigung zu den Ärzten sagt, arbeitet mal mehr mit den Apothekern zusammen, dann sagen die, nö, das mache ich nicht. Oder wenn die Apothekerkammer sagt, die Ärzte müssen jetzt mehr mit den Apothekern zusammenarbeiten, dann fühlen die Ärzte sich ja auf den Schlips getreten. Das kennen Sie vielleicht selber. Aber wenn Sie selber in Ihrem kleinen Netzwerk eher auf die Patienten, auf die Ärzte zugehen und sagen, ich habe da was vor, ich möchte Medikationsanalyse machen, wie können wir kommunizieren, falls mir was auffällt, dann sind die froh und dankbar. Es gibt so viele Ärzte mittlerweile in etwas ländlicheren Räumen, die sagen, ich habe so viel zu tun, tagtäglich meine Patienten durchzuschleusen, eine Diagnostik zu fahren, eine Therapie zu machen. Die Therapie muss ich anfangen, während ich die Diagnostik noch nicht abgeschlossen habe. Und dann vergesse ich es und verliere es aus den Augen. Die sind also dankbar, wenn der Apotheker dazukommt und auch Prävention macht, Therapiebegleitung macht, wenn er Medikationsanalyse anbietet. Und wenn Sie das dann Hand in Hand schaffen, mit Ihren Ärzten zu machen, dann haben Sie einen Riesenschritt gemacht in die Richtung, in die ich möchte, dass wir alle irgendwann mal kommen. Das heißt also, Sie können Ihrem Arzt anbieten, dass die Arzneimitteltherapiesicherheit sicherlich besser wird bei Ihren Patienten, wenn Sie das anbieten. Sie können den Medikationsplan überprüfen, Sie können ihn aktualisieren, Sie gucken auf Doppelverordnungen, auf Arzneimittelprobleme, Sie gucken auf Anwendungsproblematiken, Lagerung und solchen Sachen. Da ist jeder Arzt dankbar, dass Sie da mit ein Auge drauf haben. Also bieten Sie Ihren Ärzten an, diese Medikationsanalyse zu machen, die sind Ihnen froh und dankbar. Ich habe Ihnen noch einen Fall mitgebracht, den wir in den letzten 10 Minuten vielleicht uns mal zusammen angucken. Wir haben eine 71-jährige Patientin, die in die Apotheke kommt mit kardiovaskulären Vorerkrankungen, das wissen wir. Sie leidet sehr stark unter ihrer Arthrose im Daumensattelgelenk und möchte deswegen noch mal ein Schmerzmittel haben. Sie möchte direkt 2 Packungen Neuralgien kaufen. Außerdem kommt im Gespräch raus, dass sie an Knöchelödem leidet und auch da möchte sie was Pflanzliches von Ihnen haben. Da bleibt uns nichts anderes über, als die Patientin zur Medikationsanalyse einzuladen, würde ich mal sagen, bei diesen prominenten Problemen, die sie da hat. Und sie kommt auch tatsächlich zum Gespräch und bringt einen Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus mit, der kürzlich geschrieben wurde. Und da haben wir die ganzen Diagnosen. Wir haben auch unsere Apothekenhistorie, die wir hinzuziehen können. Und wir haben einen Medikationsplan vom Arzt. Und hier sehen Sie, wenn Sie sich das angucken, vielleicht können Sie selber mal überlegen, gibt es da arzneimittelbezogene Probleme? Und wenn ja, wie viele sehen Sie? Sie hat ja relativ viele Indikationen. Sie leidet an koronarer Herzerkrankung, an COPD, Herzinsuffizienz. Sie hat Zustand nach einem alten Myokardinfarkt und leidet eben an der Ritzarthrose im Daumensattelgelenk und an Durchschlafstörungen. Wenn Sie den Medikationsplan so angucken,
und gleichzeitig die Apothekenhistorie, sehen Sie, das passt gar nicht zusammen. Im Plan steht kein Simvastatin. Sie hat gar kein Novaminsulfon in den letzten 6 Monaten geholt. Was ist da also los? Und wenn wir da mal gucken, wie viele arzneimittelbezogene Probleme würden Sie da jetzt feststellen, so ganz ad hoc und in den Raum reingerufen? Ich glaube, Sie rufen mir jetzt nichts zu, ich bin einfach zu weit weg. Aber überlegen Sie mal für sich, sind es eher 4, 6, 8 oder mehr als 9? Ich verspreche Ihnen, wir finden mehr als 9. Auch für diese Patienten, wenn sie zum Gespräch kommt, müssen wir uns Therapieziele formulieren, damit wir wissen, wo wollen wir hin, was ist unsere Priorität, dass wir das Ganze priorisieren. Und wir sehen dann, ganz wichtig ist natürlich, dass keinerlei weiteren kardiovaskulären Ereignisse mehr auftreten, weil sie hatte ja schon einen Myokardinfarkt. Wir wollen auch, dass ihre Lebensqualität steigt, sie weniger an Ödem leidet, der Blutdruck gut eingestellt ist, die Schmerzreduktion ganz klar vorrangig, weil sie deswegen ja in die Apotheke gekommen ist. Und vielleicht kann man sich hinterher auch nochmal die COPD-Symptomatik angucken. Im Gespräch der Medikationsanalyse haben wir festgestellt, dass es Interaktionen gibt. Ganz klar ASS und Ibuprofen. Wenn sie so viel Ibuprofen nimmt, nimmt sie das vielleicht 3-mal am Tag. Und dann haben wir die Interaktion mit dem ASS, dass das nicht mehr so wirken kann. Und das wäre fatal, weil sie ja schon einen Myokardinfarkt hatte. Also wir wollen die Sekundärprophylaxe auf jeden Fall aufrechterhalten. Aber vielleicht ist Ibuprofen auch gar nicht das richtige Medikament für diese Dame. Bei einer stummen Arthrose braucht man nicht unbedingt was Hochantientzündliches, sondern man braucht was Schmerzlinderndes. Und da wäre Paracetamol oder Methylmethylnatrium ein viel besserer Kandidat oder hinterher Richtung Opioide ein Tilidin. Die Interaktion Spironolacton-Ramipril kennen wir alle sehr gut, müssen wir unbedingt auf das Kalium achten und das monitoren. Aber es sind beides Komponenten, die bei der Therapie der Herzinsuffizienz vorrangig eingesetzt werden, Apnoe H3. Wir müssen halt nur nach der Dosierung vom Spironolacton gucken, dass es nicht zu hoch gewählt ist, sonst haben Sie hinterher Probleme mit dem Kaliumwert. Ja, ansonsten müssen wir Einnahmehinweise geben, nach der Schmerzmedikation gucken. Bei der Therapie der Herzinsuffizienz fällt uns auf, dass Metoprolol Tartrat verschrieben wurde statt Succinat. Und nur Metoprolsuccinat ist tatsächlich ein Beta-Blocker, der bei der Therapie der Herzinsuffizienz zugelassen ist. Tartrat leider nicht. Deswegen sollte das auf jeden Fall geändert werden. Die Statintherapie, da müssen wir hinterfragen. Hatte die Patientin vielleicht Myopathien? Warum wollte sie das Statin nicht mehr nehmen? Wenn sie keine Myopathien hatte, dann bitte wieder erneut verschreiben lassen, weil es doch ganz wichtig ist, einen LDL-Zielwert unter 70 Milligramm pro Deziliter zu erreichen, weil die Patientin schon einen Herzinfarkt in der Geschichte hat, ist also eine Hochrisikopatientin, sollte definitiv ein Statin hochdosiert in ihrem Regime mit drin haben. Zur Schmerzreduktion sagte ich schon, würde wahrscheinlich viel eher ein hochdosiertes Paracetamol oder noch besser ein Metamizol helfen. Sollte sie Paracetamol bekommen, müssen wir auf den Alkoholverzicht drängen, weil sonst bekommt sie Nebenwirkungen, weil der toxische Metabolit dann entsteht in der Leber und das sollte auf gar keinen Fall passieren. Schlafprobleme hat sie, sie nimmt Zopiclon. Zopiclon ist ein Medikament der Priskusliste, ist also für sie vielleicht gar nicht so geeignet, weil es auch nur bei Durchschlafstörungen eingesetzt wird. Nur bei Einschlafstörungen und nicht bei Durchschlafstörungen. Und deswegen muss man sie hier genau fragen, was sie für Probleme hat. Wir haben gesehen, sie hat Metoprolol abends genommen. Das ist per se schon schlecht, weil Metoprolol ist lipophil, geht ins ZNS und auch dann können die Patientin nicht gut einschlafen. Sie hat Schmerzprobleme, vielleicht kann sie deswegen nicht gut schlafen und sie nahm das HCT abends, vielleicht deswegen musste sie nachts aufstehen. Das bedeutet, wenn wir diese drei Sachen vielleicht reguliert bekommen, braucht sie gar kein Schlafmittel mehr. Schulen müssen wir sie, damit sie vielleicht auch genau weiß, wie sie mit ihren Medikamenten umgeht und weil sie sonst noch ihr Daumensattelgelenk in Schwung, wie das im Schwung bleibt. Zum Spironolacton habe ich gesagt, wir wollen nicht, dass der Kaliumwert so hoch geht. Deswegen muss meistens das Spironolacton in Kombination mit einem ACE-Hemmer relativ niedrig dosiert werden. Das heißt, manchmal kriegen die Patienten 25 Milligramm und das muss noch geteilt werden, dass sie nur 12,5 Milligramm bekommen. Es gibt aber kein Spironolacton mit 12,5 Milligramm. Es gibt auch nur ein einziges Spironolacton mit 25 Milligramm. Das, was teilbar war, ist leider vom Markt. Da hat die eine Firma die andere aufgekauft und es ist leider nicht mehr lieferfähig. So, was machen wir jetzt? Das einzige 25 Milligramm Spironolacton, das ist das Aldactone, ist momentan
das einzige Verfügbare, ist ummantelt. Das heißt also, wenn die Patientin mit einer Ritzarthrose eine ummantelte Tablette mit ihrem Messerchen, wir sagen im Sauerland Hümmelken, teilen muss, das wird schwierig, dann hat sie nur noch Brösel. Also müssen wir unbedingt einen Tablettenteiler dazu empfehlen. Auch das ist Arzneimitteltherapiesicherheit, dass sie so ein bisschen mitdenken, was schaffe ich, wie schaffe ich das, dass die Patientin richtig ihr Spironolakton bekommt, ohne dass der Kaliumwert abhebt. Das heißt, es sind viele Sachen, die ich mit dem Arzt besprechen muss, wo ich aber vorher meine Kommunikation festgelegt habe. Und das sind also alles Sachen, die ich mit ihm besprechen möchte, wo ich vielleicht auch priorisiere. Die Ödembildung haben wir noch gar nicht angesprochen, aber auch das muss in Griff genommen werden. Da müsste vielleicht ein Torasemid morgens aufgeschrieben werden, damit sie weniger an Ödem leidet. Also gebe ich einen Therapievorschlag, Metoprolol Tartrat auf Succinat umändern, ein neues Spironolaktonpräparat. Wenn ich denn das Aldactone aufgeschrieben bekomme, dann bitte den Tablettenteiler mit dazugeben. Eine Ödemreduktion wäre sinnvoll durch Torasemid. Fangen Sie niedrig an mit 5 Milligramm. Sie können immer noch steigern, solange noch Ödeme dabei sind. Denken Sie aber die Interaktion mit Amlodipin. Wenn unter Amlodipin Ödeme auftreten, hilft leider kein Torasemid. Aber die Dame nimmt ja gar kein Amlodipin. Ibuprofen kann versucht werden abzusetzen, weil wir das Metamizol wieder erneut geben. Wir machen der Patientin klar, dass sie nur noch dieses Metamizol zur Schmerzreduktion nehmen soll und das erstmal bei Bedarf bis zu 4-mal täglich, damit sie keine Schmerzen mehr in ihrem Daumensattelgelenk hat. Sie können der Dame auch ein Diclofenac-Gel empfehlen oder ähnliches, ein nichtsterilales Rheumatikum als Gel. Das muss aber mindestens 4-mal am Tag dick aufgetragen werden. Bei den hautnahen Gelenken wirkt das manchmal Wunder. Und da ist Ihr Chef auch froh, dass Sie noch einen Zusatzverkauf gemacht haben. Ja, und vielleicht können wir dann, wenn wir das Ibuprofen absetzen, auch das Omeprazol absetzen. Das heißt, wir haben Metoprolol Tartrat abgesetzt, gegebenenfalls das Zopiclon. Wir haben das Omeprazol abgesetzt, das Ibuprofen abgesetzt. Sie kriegt wieder erneut verschrieben ihr Metamizol und sollte dann eigentlich viel besser eingestellt worden sein. Wenn Sie dem Arzt auch noch Empfehlungen geben wollen, wie er zu monitoren hat, der ein oder andere Arzt mag das vielleicht sogar ganz gerne, dann müssen wir auf Blutdruck und Herzfrequenz achten. Das kann der Patient selber sehr gut. Die Kaliumwerte müssen engmaschig kontrolliert werden, sobald Sie in den Dosierungen was ändern. Ramipril-Dosierung, Spironolacton-Dosierung und die Nierenfunktion. Die Niere mag wahrscheinlich sehr glücklich sein, dass wir das Ibuprofen abgesetzt haben. Und auch hier muss geguckt werden, wie die Niere funktioniert. Weil einige Arzneimittel ja nun über die Niere ausgeschieden werden. Gewicht ist ganz wichtig, dass wir das monitoren, weil die Ödeme sehr gut darüber auch gemonitort werden können. Die Patientin sollte definitiv keine Zunahme des Gewichts über 1,5 Kilo pro Woche haben. Ich habe also mit dem Arzt Rücksprache gehalten und was ist rausgekommen? Er hat mir tatsächlich Metoprolol ausgetauscht. Er hat Aldactone aufgeschrieben, weil Verospiron-T war nicht lieferbar. Der Patientin habe ich den Tablettenteiler mitgegeben. Torasemid wurde neu aufgeschrieben. Omeprazol wollte er beibehalten. Simvastatin, Novaminsulfon wurde neu verordnet. Also für diese Patientin haben wir richtig viel geschafft. Das Omeprazol, Sie wissen alle, in der Langzeitmedikation ein bisschen fraglich wegen Knochenbrüche, dann die Clostridium difficile Infektion, die damit einhergehen kann, eventuell das Risiko vermehrt an Pneumonien zu erkranken, gerade beim COPD-Patienten nicht ganz so super, aber vielleicht kann man das Problem auch noch mal ein andermal angehen. Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie gleich alle Probleme lösen können, aber ich glaube, allein im Gespräch mit dem Patienten können Sie richtig viele Probleme lösen. Wenn Sie dann noch einen guten Draht zu Ihrem Arzt haben, haben Sie die Lebensqualität ganz klar und deutlich verbessert bei Ihrem Patienten. Zum guten Schluss haben wir der Patientin noch einen Medikationsplan angedeihen lassen, der sehr übersichtlich ist, wie ich finde, weil wir hier noch die Hinweise geben und den Behandlungsgrund und der kann immer wieder aktualisiert werden. Ja, und damit habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich Ihnen heute hier mitteilen wollte. Bedanke mich ganz recht herzlich für Ihr Zuhören. Denken Sie daran, sich bitte über AMTS weiter fortzubilden. Es macht ganz viel Spaß, wenn Sie wieder pharmazeutisch tätig sind. Es gibt viele Kammerprojekte in ganz Deutschland. Es gibt mittlerweile online die Apothekenfortbildung online.de, die ich Ihnen ans Herz legen kann. Machen Sie das und machen Sie mit mir wieder die pharmazeutische Tätigkeit ganz groß. Herzlichen Dank.